Hallo und herzlich willkommen zu Stadt Filmabend, reguläre zweite Staffel, Folge, keine Ahnung, 19, 18, ich weiß es nicht. Ist die Gitarre wieder im Weg? Ja, dies ist die erste Folge, die ich aufnehme nach dem Halloween-Special, das Kerstin gewonnen hat. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder akklimatisieren, was hier los ist, weil ich wollte mir eigentlich noch eine Folge angucken. Also die letzte reguläre, die ich aufgenommen habe, aber das wird leider nichts, weil bei uns wird gerade die Türklingel repariert und darum ist der Strom in dem Teil des Hauses weg, wo das Internet steht quasi, also der Router. Okay, schauen wir mal. Also, wir haben hier Carsten, läuft mit dem griechischen Helm rum, wie er das gerne macht. Und hier liegt ein gutes Sturmgewehr. Carsten hatte doch nur ein Repetiergewehr. Rüstet mal das Sturmgewehr aus. Hatte ich schon einen Auftrag gegeben. Hier fehlt immer noch sehr viel Fußboden. Ja, das tolle Gefängnis mit der exzellenten Jade-Skulptur. Haben wir noch keinen richtigen Forschungstisch hier? Doch, Hightech. Hightech haben wir schon. Ach, da steht er schon. Okay, also der hier ist nur aus Redundanzgründen. Die fehlt auch immer noch ein Stück Wand. Ach, das war mal Nussis Zimmer, ne? Ja, okay. Ja, das ist jetzt hier. Okay. Tiere, wie sieht's hier aus? Sie haben unglaublich zu viele Hühner immer noch. Wer braucht so viele Hähnchen? Können wir hier Bertis frische Grillhähnchen aufziehen als können wir mit einer Karawane durch die Welt reisen hier und überall einen Stand aufstellen mit Grillhähnchen. So viel Hähnchen haben wir mittlerweile. Kasuare sind nicht so viel, aber da wir die Eier ja auch immer. Oh. Achso, das ist das Wildschwein. Ja. Das. Oh. Ah ja, Carsten hat sich gerade gemeldet. Er meinte, findet das Psycho-Remake Gordon schlecht. Wir haben das gestern geguckt. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, ganz ehrlich. Ist aber komplett redundant. Okay. Schauen wir mal. Also wir haben hier Alpakas, die sind sehr nützlich. Hühner nicht so sehr. Lassen wir mal. Toll, die sind alle noch kein Jahr alt. Das ist großartig. Nehmen wir mal die ganzen Hähne weg hier. Die braucht kein Mensch. Tut mir leid. Aber ihr landet auf dem Teller. 1, 2, 3, 4, 2 reichen. Hahn. Das ist auch hier, ich komme nach einer Woche wieder. Das erste, was ich mache, ist Geflügelgenozid. So, badabadabadabadab. Die Junghahn, zwei Junghähne. Können wir hier noch einen mehr? Und dann schauen wir mal.
das Ganze mal ein bisschen schneller. So. Ist die Frage, Nussi hat glaube ich nur einen Revolver, ja. Wollen wir Nussi nicht vielleicht das Repetiergewehr geben hier? Ist das nicht besser? So, sehr gut. Laufrausch Markus, dank seines hohen Stimmungswertes, hat Markus eine Inspiration erfahren. Er wird die nächsten 8 Tage schneller laufen. Okay. Okay. Markus kümmert sich um die Hühner. Ich glaube, er denkt an Chicken Wings, während er das macht. Das sieht immer noch super viel aus. Okay. Ist das eine elektrische Küche hier? Ja. Das ist eine... Hallo? Das ist auch ein elektrischer Herd, okay. Guckt euch das an hier, das ist nicht normal. Ist aber keiner am Forschen, ne? Achso, weil Carsten auch Bauen hat. Machen wir das mal wieder aus. Da bauen genug Leute. Nussi, Feldarbeit. Okay. Chicken Wings. Hühnerfleisch, Kartoffeln, Mais. Ich könnte sagen, da fehlen ein bisschen so die grünen Gemüse, aber wollen wir mal nicht päpstlicher als der Papst sein. Okay. Wo sind die Steinbänke? Sind hier. Okay. Macht das einer? Irgendjemand muss auch Handwerk machen. Ach so, das war so ein Stimmungsaufheller. Den hätten wir in dem Halloween-Spiel gebrauchen können. Wir haben immer noch 4 Hähne. Wir wollten doch nur 2 haben. Jede Menge Hähne. Da sind auch noch welche. Okay. Jetzt fressen die uns das auch noch leer hier.
haben wir schon. Nee, für einen Teppich haben wir leider nicht. Wenn wir mit Alpaka-Wolle Teppich machen könnten, das wäre prima. Aber können wir, glaube ich, nicht, ne? Nee, können wir nicht. Das blöde Elefant läuft sich das Ganze aus. Warum er da... Oh, trägt Sachen in die Kühlkammer, sehr gut. So, lauter Hennen und zwei Hähne. Wunderbar, so soll es sein. Bewirtung für Brody. Paul Paulson, Ratsvorsitzender der Fraktion Tetjareor-Nation, bittet dich um einen Gefallen. Sein Freund Brody Huff ist interessiert daran, etwas über andere Kulturen zu lernen, und er möchte, dass du ihn über einen Zeitraum von 22 Tagen in Neuwaldwald als Gast bei dir aufnimmst. Brody verweigert jegliche Arbeit. Brody schätzt qualitativ hochwertige Unterkünfte. Du bekommst Rufpunkte für die Fraktion Nation, wenn du seine durchschnittliche Stimmung über 50% hältst. Also kriegen wir Ruf entweder, oder Andy schließt sich an. Wer ist denn Andy? Bupp. Psychisch hochsensibel, Arbeit mit Pflanzen sauber machen. Weltraumimmigrant. Fernkampf, Konstruktion kann er gut. Geistige Arbeit kann er relativ gut. Er verweigert Arbeit mit Pflanzen. Das geht auch, ja. Und er verweigert sauber machen. Okay. Das, Und was ist das hier? Psylink Neuroformer. Der Benutzer drückt das Gerät direkt auf die Augen, damit es sich mit dem Gehirn verbinden und einen Teil davon umstrukturieren kann. Danach löst sich das Gerät in Asche auf, das einen Psylink im Verstand des Benutzers herstellt oder hochstuft. Ruhig machender Psychoimpulsgeber. Ein einmalig benutzbarer Breitwellen-Psychoeffektor. Psychische Impuls induziert selbstbefriedigende Wahrnehmungsverzerrung, die jedem in der Region einen vorübergehenden Stimmungsboost. Das klingt jetzt nicht nach Kram, den wir wollen. Der Andi wirkt relativ nutzlos hier. Wir bräuchten jemanden, der Nussi helfen kann beim Pflanzenpflanzen. Und das kann er eben nicht. Und kann er auch nicht sauber machen. Das heißt, wir würden ihn die ganze Zeit nur rumtragen lassen und Sachen bauen. Die, also 3200 klingt nach, kann man gut verkaufen. Das Problem ist, dann haben wir irgendwie 22 Tage so einen Typ, der keine Arbeit macht. Nur rumläuft und Sachen isst und so. Brauchen wir den? Ich glaube, den brauchen wir nicht, oder? Nee, klingt nach einem Scheißdeal. Forschung abgeschlossen, Plattenrüstung. Stelle schwere Plattenrüstung aus Metall oder Holz her, die eine hohe Schutzwirkung bieten. Reduziert die Laufgeschwindigkeit deutlich. Okay, also das dann doch, wa? Dann Penoxyxylin. 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 Also wie Penicillin, bloß mit Sauerstoff da drin. Penoxyxylin. 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 Okay. Ja, also das, die Hähnchenbraterei geht gut voran. Psychisches Brummen. Jeder männliche Kolonist spürt eine Welle von Angst und Wut. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort auf einer Frequenz, die scheinbar nur das männliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Die Stärke des psychischen Brummens ist schwach. Immerhin nur schwach.
Carsten guckt Fernsehen. Oh, Nussi ist super mies gelaunt. Dunkel, wo bist du denn, Nussi? Lass mal gucken. Achso, ist draußen. Ja, gut, da können wir gegen Dunkel nicht viel machen. Achso, ja. Teilt euch die Zeit selber ein. Dass die erst in dem Zimmer, das frei ist, den Teppich verlegen. Oh ja, Muntermacher. Ich meine nicht, dass sie eine große hier Drogenherstellungsmaschinerie aufbauen wollen, aber nur für den Fall. Oh toll. Markus legt sich schlafen, werden nur Teppich verlegt hier. Interessant. Sehr eindrucksvoll, das Kerstins Zimmer. Fast eindrucksvoll ist das Hospital. Ist auch ein interessanter Effekt hier. Es regnet. Oh nein! Warum machst du das, Wildschwein 1? Warum macht Wildschwein 1 das? Guck mal, der Elefant kann sogar dadurch, ohne Fallen auszulösen. Immer noch minus 4 hier drin, ne? So, flott dabei hier. Können wir nicht vielleicht hier, dass hier nur Mahlzeiten drin sind?
Und Trockenfutter meinetwegen. Rohes Essen nicht. Und hier dann hier dann stattdessen rohes Essen und Mahlzeiten, Pemmican, Schokolade und Trockenfutter nicht. Wie wäre das? Wann kommen wir eigentlich zurück hier? 7 Tage noch, okay. Stahlfliesen reinmachen, weil die sind hygienischer. Und hier haben wir schon das Essen drin. Hier können wir das mal genauso machen. Ah, bauen die da unten gleich rein. Sehr gut. Unser eindrucksvolles Esszimmer ohne Fußboden. Worum wir uns auch mal kümmern müssten, wäre bionische Gliedmaßen, nur für den Fall, dass irgendjemand Drogenlabor, okay, Hightech Labortisch. Ich glaube, das müssen wir auch erforschen.
Und wir müssen neue Bauteile finden. Das war schon in dem Halloween-Spiel das Problem, dass wir keine hatten. Und jetzt haben wir nur noch 6. So, Forschungsmenü, wollen wir gucken. Prosthetics. Armprothese, Beinprothese, Cochlea-Implantat, goldenes Auge, hydraulischer Kiefer. Das sieht gut aus, machen wir mal das. Künstliches Herz, Leberersatz, Gewebedrucker. Aha. Irgendjemand wollte sich dann Ei braten und hat es dann vergessen. Ah, nee, okay. Ah, gutes Maisei. Lecker Maisei. Ambrosia, okay. Großhändler mit Verwandtschaft. Die Ehefrau von Jefim. Okay. Ja, ein paar Tage in der Kolonieverfolgung. Du kannst sie auch angreifen, allerdings wird das ihre Fraktion in der Kolonisten oder Gefangenen. Wieso? Okay. Die Ehefrau von Jefim. Also, okay. Interessant, interessant. Vielleicht wollen die Hühner kaufen. Können wir ihnen Hühner verkaufen? Ah, lass mal Jefim mit denen handeln. Bitte nicht durch die Fallen laufen. Oh Gott, sie kaufen tatsächlich Hühner, aber nur Küken. Ja, nee, doch auch Hennen. Okay. Ganz so viele will ich nicht verkaufen. Okay. Sagen wir mal, 14 Hühner, 2 Hähne reichen vollkommen. So, Alpakas, wollen wir Huskies haben? Nee, die brauchen wieder Fleisch. So, Bauteile. 37 haben die, sehr gut. So, dann haben wir hier verschiedene Ledersorten. Die können wir verkaufen. Eltex-Robe. Spiel von Urbrett. Dieses aufregende und zugleich herausfordernde Brettspiel stammt aus dem Jahr 2500 vor Christus und kann von einer oder zwei Personen gespielt werden. Dieses Spiel trainiert intellektuelle Fähigkeiten. Klingt nach was, was wir gebrauchen können.
Meditationsthron aus Holz, okay. Psychischer Folienhelm. T-Shirt aus dünnem Leder, schlecht. Das wird verkauft. Okay. Das ist endlich mal jemand, der unsere Hühner zu schätzen weiß. Blub. So. Warte mal, das stellen wir wo auf, oder? Da, 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 da. Und zwar hier ins... Vorratskapsel! Okay. Bierwürze. Okay. Bierwürze. Okay, ich sehe, wir haben auch schon wieder die Zeit. Dann sage ich, drückt den Like-Knopf und subscribt und schreibt einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.